Hallo, guten Tag, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal, Jana Schons, auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, bekannt als Jana Schons, der andere, Captain America, Justus König, der andere, der YouTuber aus Würzburg. Ich war vorhin in Retzbach, mein Frösche gesucht, der war großartig. Danach Hause gefahren und in Charlie den Hund geholt. Und jetzt bin ich hier in Karlstadt und laufe jetzt hier rum. Denn heute habe ich entschieden, Karlstadt rumzulaufen mit der GoPro. Ja. Karlstadt. Aber zuvor muss man noch einen Hund holen, da war ja wie ein Waschingsdruck zu Hause, hat zu Hause schon geschlafen, ausgeruht, aber jetzt muss er wieder rausgegangen werden und dafür habe ich einen Karlstadt. Wo schon in Karlsburg Sinn ist, entschieden. Viel Spaß an Zuschauen, danke fürs Einschalten. Flip Up Action sagt euer Justus, der andere Let's Play Video. Und dabei ist die Barbara Schwarz mit Hund Charlie. Charlie ist auch dabei, hat vorhin geschlafen zu Hause, wo im Fasching waren. Gut, gehen wir, laufen wir doch. Und da ist die Karlsburg. Eine wunderschöne Burgruine. Da kann man von hinten aus da hochfahren oder da hinten einen Aufweg hochlaufen. Nur das Haus, das ausschaut wie ein Schloss. Ein Amtsgericht hat gemeint, dass bei der Karlsburg im Keller ein Tunnel wäre. Der ging bis zum Rathaus von Karlstadt angeblich und der war in der Mitte zugeschüttet. Wie ich ihn jetzt erforscht und in Main halt zugeschüttet. Ob bestimmt oder nicht, weiß ich nicht. Hat auch gemeint, dass irgendwo da hinten ein Brunnen ist, ganz hinten im Wald irgendwo. Oder dass da. Ja, dass das ein Acker und ein Acker wäre und ein Acker wie eine Kirche oder für alle Gebäudereste. Haben die gefunden, angeblich die Gerüchte. Warte, ich. So. Nächsten Sonntag ist dann hier Faschingzug sogar. Vielleicht, weil ich mit Faschingzug ist. Aber einer hat gemeint, das wäre nicht so groß, der Faschingzug hier. Das ist klar, wenn er in Würzburg ist. Hä? Wenn er in Würzburg ist, gehen die meisten nach Würzburg, oder? Ja. Also ich weiß, der Himmelstadt ist groß. Der Steinfall ist groß. Einer hat mir erzählt von Gerücht, dass da oben schon mal ein Junge runtergesprungen wäre von der Burg. Ja, keine Ahnung. War schon so viel erzählt. Alles, was stimmt. Fachzeichen. Anlegestelle. Das brauchen wir nicht mehr. Den Hochwasser braucht man nicht. War nicht mehr so ein Holzsteg, wo man drauflaufen konnte? So ein schönes Holzsteg hier. Das sind dann beim Meckern der Enten. Ja, guck, da ist das eine Auto mit Schloss, wo man da der Aufgang da hochlaufen kann. Man kann da drüben bergen. Da auf der anderen Seite, da auf der anderen Seite der Brücke drüben, kann parken und da ist ein Aufhang, da geht er hoch zur Burg zum Laufen. Läuft man über ein Schloss da, das ist auch auf dem Schloss vorbei. Das war mal cool, gell? Das war mal schön hochzulaufen, gell? Da ist ein gemeckert, Hundi.
Und weg. Ich glaube, das ist die Wasserschutzpolster, oder? Die Wasserschutzpolizei. Die kontrollieren halt. Das sind die Wellen. Laufen da lauf. Da lauflaufen, da rauflaufen. Das ist die Stadt. Da. Das ist die Stadt. Wild, da ist die Karlsburg. Karlstadt. Karlstadt hat's. Bis Annelies heißt, ich renne schnell rüber zu euch. Nach Karlstadt City. Ach, die Hochwassermarke. Echt, das ist mein Tor. Turm von 1567. Hochwassermarken am Torbogen hier. Schön Fachwerkhäuser, ne? Mhm. Oh, das ist ausgebaut. Ja. Ist das Möller Grill oder das? Was? Das ist M, oder? Höllergrill. Höller? Ja. Soll ein Haar sein, okay. Höllergrill, verstehe ich nicht. Möller. Möller, Möller. Höller, heißt Höller. Höller, Möller, besser. Da steht doch eine Schrift drauf. Und da ist ein anderes Tor. So ein Hauseingang. Ja, das ist auch ein altes Tor. Jetzt sind wir auf dem Marktplatz. Warum ist das ein Tor? Kannst du einfach aufhören. Warte. So. Yes. Der Marktplatz von Karlstadt. Der Bücherschrank. Kunstwerke.
Jetzt auch ein Bücherschrank hier. Ja. Gut. Das sind wirklich nur Bücher. Ja. Kunstwerke. Das ist so da hinten. Laufen wir zum dahinter, zum alten Tor. Einmal mein Modell von Karlstadt. Sogar Blindschrift. Siehst du, man kann jetzt hier so ein Modell, also wir können jetzt da laufen, kommt nichts. Darüber ist das Ding und da ist die Kirche. Hier dann Rathaus ist die Kirche, lauf mal zur Kirche mal. Das ist ihre Kirche. Haben wir so einen Platz? Und der Kopf. Der Brunnen ist ja schön. Da sind die Figuren drauf. Das ist die Kirche. Ist die offen? Ach, sogar wieder gemacht. Ist offen. Da sind Leute drin. Hab ich gerade gebetet. Du musst hinten stören. Wir laufen da runter.
Zahnarztpraxis Stephanie Säubert. SOS. Das Ding schaut ein bisschen die Fassade vom Haus. Das schaut wie das Holz, Fachwerkhaus. Ich habe nur gemahlen. Ist gemahlen, schaut aber verblichen aus, die Farbe. Es ist zu extrem. Da sieht man, dass es nicht echt ist. Ja. Dann machst du nicht echte Farbe. Das ist Holz. Das ist echte. War alles abstehen? Farbe macht es unecht. Ja, ich macht es unecht. Die verblichen irgendwie. Farbe verblichen, glaube ich, ist es. Ja. Das hast du verbleicht. Wir wissen doch, die rote oder so, bestimmte rote Farbe verbleicht bei Sonne. Leider. Sieht man ja an roten Fahrzeugen, rote Autos, dass sie mal, mal verbleichen. Hier, Karlstadt, gewinnten 70 Kilometer. In Karlsburg. Lauf so um diesen Turm da vorne. Na gut, kannst gerade so Schilder machen lassen. Autoschilder. Kassettzulassungsdienst. Aus der Bäckerei. Im Faschingsmodus. Da ist so ein Klamottengeschäft, Kleidungsgeschäft. Schau mal, das hier an, auch schon gemacht. Polizei. Ah, Kamera. Von der Marienstation. Ja. Wir werden immer Video gemacht. Da, das Ding, der Tor. Guck, schön gemacht hier. Kunst. Schön, alle Fachwerkhäuser. Schönen alten Fachwerkhäuser. Siehst du, ich meine, besser siehst du wieder diesen Zigarettenautomat mit Bilderdruck aus unserer Region. Autal, Landstraße 3099. Ja, schön. RCBD, Automat. Ja, okay. Ist normal, da gibt es kein Dürren. Kein Dürren.
Mein. Das ist der Brunnen. Ich suche das Wasser zum Maxen. Ich will ein Baum werden. Ein Orangenbaum. Schau, das Gebäude ist schön. Spitalkirche 1438 umgebaut. 1612, Ärmlichkirche des Spitals. Ich gehe noch kurz rein. Schauen wir uns kurz verhindern. Ja, ich bin noch, das ist nicht groß. Schauen wir es an, die andere Kirche war ja gerade dort, so Leute drin haben gebetet, klar, es hat Gottesdienst. Waren nicht so viele drin, aber keine Ahnung. Ja, ist schön hier. Nur kurz so angucken. Ja, das ist mein, weiß ja, römisch-katholischer Glauben, also. Also es gehört zu uns dazu, was ihr guckt. Ja, schickt mal euch, das ist. Da ist so ein Gemälde. Das sieht man hier drüben. Und hier Holzteile. Und da geht's dann wieder hoch. Bin nicht Tourist. Okay, das ist hier schön. Eine schöne Kirche. Geh weiter. Hier draußen. Da bin ich wieder. Ich bin hier draußen wieder. Ja. Also das hier ist der Katzenturm. Da hinten ist der Nürnberger Turm, der zum Bahnhof geht. Das finde ich auch schön, was wir gemacht haben. Das ist cool. Eine ziemlich große Karte. Da ist die Karlsburg. Oh, das sieht man hier. So, Berg. Das sieht man die Berge. Steinfeld. Da ist es nächste Woche, Ende Samstag, nächsten Samstag. Der Samstag kommt das große Faschingzug, da bin ich dann in Steinfeld nächsten Samstag. Also der Samstag, der kommt, durch Steinfeld, Fasching Samstag. Steinfeld. Und die Karlburger Jungs sind auch dabei mit einem Umzug, hat einer gesagt, ihr Motto ist diesmal Men in Black. Cool, oder? Nach dem Ausflug von Lautenbach bis zum Main, den Judenfriedhof. Aber das habe ich nicht gesehen. Wanderweg. Das kenne ich. Den Ippurden Aussichtsturm. Das ist. Wie heißt es nochmal? Terror F. Aber das kenne ich nicht. Besondertipp: Maria
Buchen. Der Wanderweg Gambacher. Durchschussgebiet, meistens haben wir es an der. Der Wanderweg K90 mit Wanderweg der Stadt Karlstadt mit Wanderweg der Stadt Gemünden werden also das kenne ich nicht. Das soll ich auch gucken. Das ist schön uns so Film fotografieren. Dann haben wir unsere Burg, die Karlsburg. Wunderschön. Und da ist das historische Altstadt Karlstadt, Edelweiß und Gambach. Edelweiß, so ein Aussichtspunkt. Was willst du da? Das sind diese Sehenswürdigkeiten. Das war vorne eine Kirche, wo ein Gottesdienst oder was war. Da vorne, am Marktplatz, ne? Das ist das Rathaus. Und das war. Hier. Da ist der Nürnberger Turm, da heißt Nürnberger Turm und das ist der Katzenturm. Miau! Großen Müller, ja. Lauf mal gleich zur Stadtmauer. Torturm, Katzenturm. Katzenturm, ja, der Katzenturm. Da sind wir gerade. Ja. Also, das ist hier das Katzenturm. Ja, miau. Der Katzenturm. Miau. Und da hast du eine Figur, wo gesehen haben? Galerien oberen Turm. Und da muss der Friedhof sein. Das ist schon wieder durch. Und da drüben ist das Kunstding da. Laufen wir zurück zum Auto. Oh, wie schön das ist. Postkasten. Da haben sie das hingeschrieben. Servus-Leber geschlossen. Servus geschlossen. Der Katzenturm! Katzenturm! Das sind die Katzen. Ein Turm für Katzen. Kindertagesrichtung. Gut. Stadtmauer. Wir laufen hier beim Turmkaufhaus da vorbei. Laufen da runter zum Parkplatz. Was ist das? Was war früher mein Kino oder was? Ja. Postwertzeichen, amtliche Abgabestelle. Wir laufen da runter. Weißt du, ob du da hinkommst? Ja, zum Auto zurück. Echt? Ja. Ah, das ist ja echt schön gemacht. Gut. Das
Da war mal ein Eingang oder was? So Tor, Fenster, was? Fenster, ne? Und da ist ein Restaurant, Gemälde. Ja, Karstadt ist ein schöner Ort, gell? Schöne Stadt. Ja, haben wir schon gesagt. Ja. Auch im Sommer war es ja schön. Also, es gibt überall schöne Städte. Und der Charlie. Als Feuerwehrmann. Ja, der Feuerwehrmannhund. Feuerwehr im Einsatz. Genau. Er hat gerade ein Haus gebaut. Mhm. Ein altes Haus zu einer Renovierung bereitet viel mehr Freude als ein neues zu bauen. Kostet kaum das Doppelte. Was hast du da drauf? Links. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal gehen. Da ist wohl zwei Toilette, aber bestimmt nicht öffentlich. Untere Spitalgasse. Ey, ich fall von einem Brunnen, Charlie. Ja, guck, das ist so ein Brunnen wahrscheinlich. Ein Brunnen, ja, im Sommer, ein Brunnen. Ein Fischsymbol drauf. Gut. Wenn man da hinguckt, hier war früher meine Mühle. Rossmühle. Ein Mühlenstein. Rossmühle, an dieser südlichen Stadtmauer ein von Pferden angetriebene. Ja, das ist ein Rest, das wird konstruierte von einer ehemaligen Mühle. Die Rosshöhle von Karlstadt. Hier unten. Und alles wieder hergerichtet. Alles sind drinnen. Einfach nur cool. Super gemacht. Cool. Sehenswert. Göppelmühle, die nachweislich bis 1673 in Betrieb war, im Rahmen der Stadtsanierung 1991 wieder entdeckt und vom historischen Verein rekonstruiert. Mühlentrümmerviertel. Hier. Mühle. Das war einmal die Mühle. Ha, jetzt macht sogar Licht an. Göppelmühle, die nachweislich bis 1673 in Betrieb war, im Rahmen der Stadtsanierung 1991 wieder entdeckt und vom historischen Verein rekonstruiert. Mühlentrümmerviertel. Hier. Mühle. Das war einmal die Mühle. Ha, jetzt macht sogar Licht an. Ah, das ist es. Kannst du mit dem neuen Handy zoomen? So.
Das ist die Geschichte. Dann zeigen wir die Bilder. Okay, das ist. So hat es dann ausgeschaut, wie sie es entdeckt haben. Wie sie es konstruiert haben, repariert haben. Filmen. Ich kann so ranzoomen, dann sieht man die Bilder, wie sie mal ausgeschaut haben, wie sie es restauriert haben. Das war meine Mühle. Die Einweihungsfeier. Ach, da ist ja gar nichts Besonderes drin. Die Mühle? Ist das nicht? Ja. Die Bilder, die Beschreibung da vorne habe ich gefilmt. Ach so. Bleib da. Bevor es noch mehr anfängt zu stinken. Das haben sie ausgemacht, ja. Jetzt haben sie. Ja, das ist doch nicht. Vielleicht von der Ecke aus. Ja, das sieht man viel. Lass das wieder aus. Mach jetzt wieder an. Vielleicht sieht man da hinten noch was? Ja. Nein. Da ist nichts. Mühlenturm. Zurück zum Auto. Kannst du irgendwie kleben? Mit einem schwarzen Klebeband? Alles gut. Ist alles gut. Ach ja, hier oben drin ist, wo, da hinten ist das so ein Wappen und da sind die Tauben drin. Ja. Das kam ein bisschen rein. Ja, das ist. Hinten, ja, ist okay. Ist ein Wappen. Ja, ist okay. Und da sind die Tauben drin. Ja, voll. Da geht's zum Auto zurück. Hier geht's zum Auto. Da ist die Karlsburg wieder. Und dann ist es Freibad von Karlstadt. Ah, schöne Burgrinne, die Karlsburg. Und dann ist das Auto. Ja, dann ist es dreckig. Da war mal ein Fenster. Das ist so. Und da ist ein Anker, guck. Anker. Ja, ein Anker. Anker, ja. Schaut aus wie ein Schiffmast. Ein Insektenhotel ist hier. Ein Insektenhotel, ja. Kann man einbuchen? Kann man buchen? Ja. Übernachten? Ja, weiß ich, kannst du. Gut. Und da hast du Fischschraube. Schiffschraube. Ja, Schiffschraube. Und das ist eine, ja, Mast von. Ein Mast vom Schiff? Ja, Mast vom Schiff. Es fällt bloß ein Segel. Und das hat ein Schiff vorm. Das andere Teil. Ja, Schiff vorm. Da meins. Kein Spielgerät, Schiffschraube. Schiffschraube, Wertz, Verstellpoiler.
für 700 bis 1000 PS gestiftet, ja. Und da ist der Anker. Clip Anker 856 Kilo für Schiffe bis zu 1200 Tonnen Tragfähigkeit. Wahnsinn. Da erklären sich die Schiffe. Über 400 Jahre Schiffe. Oh, cool. Echt schön gemacht. Gut. Geht's ja weiter. Die alte Dorfmauer, der Charlie der Hund. Ja. Der Charlie, der Feuerwehrmann. Ja. Schön gemacht. Sehr interessant. Und da ist der andere Turm. Der Main-Turm. Das ist eine Stadt. Ruine Karlsburg, 1,5 Kilometer. Ach, da hinten ist der Roter Turm. Ah, schön ist es hier. Karlsburg. Na, das war nicht so schön, aber egal. Wenn man hier auf Toilette muss, ist am Roten Turm eine Toilette. Da ist der Roter Turm. Die Mainpost. Wind.
ist so ein Strand. Und das sind Toiletten. Das sind Toiletten. Da ist so ein Strand. Ja. Ein Strand. Ja, das Gebiet. Was hast du hier raus? Alter. Das wäre so ein Brunnen. Roter Turm. Da kommst du da raus. Auf dem Platz. Und da geht man eine Treppe hoch. Das ist ja nicht mehr stabil, deswegen abgesperrt. Stopp, ich liebe dich, aber wir machen uns kaputt. Ach, keine Ahnung. Mit? Zurück. Der Hund weiß, wo es geht. Aus und durch. Enten und Gänse. Hast du da gleich noch verloren? Da? Da. Guck mal, auf dem Handy noch ein Aufsatz drauf, ein GeoGoPro. Diesen Aufsatz drauf. JK ist das König. JK ist das König. Die Toiletten sind hier echt schön sauber. Echt. Schaut aus, wenn es neu renoviert sind. Stecken echt total sauber, voll hygienisch. Total super. Sehr viele Toiletten. Ganz super toll. Und da steht das Auto. So, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und Einschalten. Das war hier Rundgang in Karlstadt, Karlstadt City hat's hier in Landkreis Main-Spessart am Fluss Main. Ich hoffe, euch gefallen, alles gefilmt mit der GoPro 10 Hero in 4K und so weiter und so fort. Die Barbara Schwarz und Charlie war auch dabei. Und ich hoffe, euch ist es gefallen und Karlstadt ist schön, kommt her, auch im Sommer.
Naja, vielleicht komme ich nächstes Jahr zum Ultra-Treffen, wenn es fair ist. Jedenfalls, die Karlsburg ist sehr schön. Jedenfalls fahre ich im Zug nächste Woche hier Sonntag, nächsten Sonntag hier in Karlstadt. Könnt ihr gucken, ansonsten sind wir uns ja in Faschingszug in Würzburg großen. Außer der Samstag, wo kommt, Faschingszug, da drüben bei Steinfeld. Also, wir sehen uns mal wieder. Danke fürs Zuschauen und Einschalten. Goodbye to you. Bis zum Skip over. Bis heute. Ciao, ciao. Ende. Cut. Fünf Freunde, endlich erwachsen. Die fünf Freunde sind immer noch die besten Freunde. Mit Mitte 20 leben sie zusammen in einer WG und meistern die Abenteuer des tückischen Alltags. Tja, ich wusste gar nicht, dass ihr gerne wandert. Die fünf Freunde, Julian, Dick, Anne, George und Timmy, begeben sich mit einer geheimnisvollen Wandergruppe. Ein großartiges Abenteuer, das vor 65 Millionen Jahren begann. Fünf Freunde. Fünf Freunde, das sind wir. Freunde.